Ja, Michele Di Martino, Glückwunsch, Platz 3 am Ende, Podiumsplatz hier beim 7. VLN-Lauf. Wie hast du es selber erlebt heute? Ja, erstmal sind wir alle zufrieden. Das Resultat ist wieder super und leider ein bisschen unglücklich, da wir durch die Rotphase nicht die Chance hatten, noch einen zweiten ranzufahren, weil das sah schwer danach aus, als hätten wir noch die Lücke zum Haribuch schließen können. Und trotzdem sind wir glücklich und können eigentlich mit positiven Eindrücken aus diesem Wochenende nach Hause fahren. Du hast gerade angesprochen, rund 20 Minuten vor Ende dann die rote Flagge draußen. Habt ihr schon irgendwelche Informationen bekommen, warum Rot letztendlich rausgegangen ist? Also ich habe nur gehört, dass irgendwas mit Öl und 8 Autos, die verunglückt sind, da in der Fuchsrohre war. Mehr weiß ich leider auch nicht. Der Herr Walkenhorst hatte uns selber gesagt, dass das da wohl ein heilloses Schlachtfeld ist. Und wird man sicherlich die Tage hören, was da genau passiert ist. Du bist persönlich den Startstint gefahren bei euch im Team. Wie hast du die Startphase erlebt? Es waren ja vorne auch imposante Duelle mit den anderen Marken vorne an der Spitze. Ja, ich hatte eigentlich einen sehr guten Start, bin auch ziemlich gut weggekommen, konnte direkt den Renault kassieren auf der Standzielgerade, war dann in der ersten Ecke als Zweiter eingebogen, konnte es leider nicht halten, weil ich die Vorderreifen nicht ganz auf Temperatur hatte. Hatte dann ein paar gute Runden, war ja, denke ich mal, das Maximale, was möglich war, und die anderen sind ja auch stark und ich denke mal, wir können zufrieden sein. Du hast gerade eben angesprochen, der Haribo hättet ihr vielleicht noch erreichen können, der Mantai Porsche vielleicht ein bisschen zu weit weg heute noch. Zwei Rennen stehen dieses Jahr noch aus. Was rechnet ihr euch jetzt noch aus für die Endphase der Saison? Ja, wir werden sicherlich da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Wir haben eigentlich über die ganze Saison eine gute Performance gehabt, hatten leider die meisten dann sehr viel Pech, ob das ein technischer Defekt war oder irgendwie anders bedingt. Aber jedes Mal, wenn wir halt wirklich fehlerlos durchgekommen sind, sind wir halt vorne gewesen. Und ich denke mal, da können wir positiv in die letzte Saisonhälfte gehen. Vielleicht reicht es ja am Ende auch mal für den Gesamtsieg für Walkenhorst Motorsport. Dankeschön fürs Interview. Glückwunsch nochmal zum tollen Ergebnis heute. Dankeschön.